Was machen Sie da? Ich schaue mir unsere Wachse an. Das hier ist Kanauerwachs. Das sorgt für besonderen Glanz auf den Schuhen. Wir haben aber auch noch Zuckerrohrwachs. Da haben wir ein spezielles Projekt laufen. Dieses Wachs kommt auch in die Lederpflegeprodukte. Was für ein Projekt haben Sie denn da laufen? Ein staatlich gefördertes, weil das ist ein Abfallrohstoff aus der Zuckerrohrbagasse und wir verwenden das wieder in Pflegemitteln. Bienenwachs haben wir auch. Das ist das hier. Das kennt jeder. Das riecht besonders gut. Dann gibt es noch andere exotische Wachse, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und was wir auch noch brauchen, sind natürlich Öle und Fette. Die haben wir hier. Und wer hat mir das gesagt? Bodo Rexhausen von Tapia. Und wenn wir Sie im Netz erreichen wollen, erreichen wir Sie wo? Unter www.tapia.de.